und es nieselt ganz leicht, aber die Vögel zwitschern und heute ist ein Feiertag. Es ist also ganz ruhig, angenehm. So, jetzt kommen wir an die etwas sonderbare Baustelle. Hier wird allein für die Keller und das Untergeschoss schon 2 Monate gearbeitet. Die Baustelle liegt ganz nah an den Schüssen und da muss der Wasserspiegel nach unten gesenkt werden, damit überhaupt gebaut werden kann. Ob sich das noch rechnet? Und jetzt kommen wir dann zur schönsten Stelle mit der Kirche. Da geht es dann weiter. Fast die schönste Stelle hier gegenüber der Kirche und unten die Schüssen und etwas weiter zurück die alte, neu renovierte Holzbrücke. Also diese Seite der Uhr stimmt nicht. Und die andere Seite der Uhr stimmt um 1 Stunde nicht oder 1,5 Stunden. Ein toller Gärtner, der das macht. Mitten im, man kann sagen, schon Urwald. So, nun auf die Plattform. So, diesmal ganz wenig Wassertiere, ganz wenig Vögel. Die sind im Winter viel mehr da. Da kommen sie vom Norden her und überwintern hier oder sind auf der Durchreise. Sibirische Lilien gestanden und jetzt sind nur zurück dem Gravitschko, eine neue schöne Halle auf die Pelle. So, und jetzt kommen wir zu der ehemaligen Galvanikanstalt. Das ist jetzt wohl so ein Sammelsurium von Autos und irgendwelchen Bauteilen, Müll. Und da unter der Erde liegen wohl noch einige Geheimnisse, die man lieber nicht zutage. Ich biege jetzt wieder vor den schönen Rosen in unser Haus ein und so sind auch diese 10 Kilometer wieder schön vorbeigegangen. Freut mich immer, wenn ich da an See entlang gehen kann, egal oder fast egal bei welchem Wetter.